Okay, und damit auch herzlich willkommen zurück zu After Us. Ich glaube, ich muss da irgendwie rüber. Die Frage ist jetzt nur gerade wie. Denn... Oh Gott, ich glaube, ich sehe es schon. Doch, ich komme noch hin, okay. Höre Böses. Irgendwas in der Nähe? Aber natürlich. Ich sag's mal so, solange das hier nur die Kettensägen sind, ist das machbar. Aber es sind halt echt viele, ne? Wo ist der große Baumstumpf, der mich... der mich weiterbringen könnte. Das ist doch irgendwo ein großer Baumstumpf sein, der mich irgendwie weiterbringt, oder? Ah, natürlich spawnt vor mir direkt eine Säge. Der war knapp. Ah, okay, ich sehe es. Au. Au. Okay. Wir sagen, dass die Sägen hier an der Wand nicht angehen. Solange die nur vor sich hin existieren, ist mir das egal. Die dürfen nur nicht angehen. Natürlich. Das langsam? Geschafft. Das war eine Erinnerung. Sehr gut. Ja. Jetzt die Rodung geht weiter. Natürlich, wer hätte das erwartet? Hallo, Mr. Ich. Ich habe das gesehen, dass du dich bewegen wolltest, du Mistding. Ich kann ja von Glück reden, dass ihr in den Dingern feststeckt, ne? Ah. Hallo? Warum rennt sie denn nicht weiter an der... Hä? Ich verstehe jetzt nicht, warum sie nicht weiter an der Wand lang gerannt ist. Obwohl ich wieder gegengedasht bin, vor allem auch. Interesting. Okay. Ich gehe davon aus, ich muss da über die Säge laufen, oder? Okay, wir haben die Fledermaus. Okay, sehr gut. Das Wandlaufen ist manchmal echt ein bisschen tricky. Oh oh. Noch irgendwas? Nein. Okay. Hey Kitties. Going, Friends.
Zwei Stück sind das. Und die rennen dann einfach durch die Leute durch. Drei sind's. Zur Erinnerung. Und das Geld aufbringen für die ärztliche Behandlung. Verschwunden. Och, ich bin gerade erschrocken, aber das waren die Fledermäuse. Bitte wo? Bitte was? Oh Gott, da hinten! Ja, okay. Ich hab eine Idee. Ich sehe gerade nichts durch die ganzen Kettensägen hier. Kleines Mistvieh. Danke. Müsste ich alle haben wieder. Ja. At least dauert es halt ewig, bis man hier stirbt in diesem Spiel. Das ist schon mal gut. Okay, ich muss jetzt irgendwo dahin, wo diese ganzen Kettensägen an der Seite waren hier. Genau, irgendwo hier. Da sind sie. Ah, okay. Sneefit haben wir auch. Damit fehlen uns noch zwei. Aber die müssten ja noch kommen, theoretisch, ne? Ja, die kommen auch noch da vorne und dann noch da oben. Kann ich jetzt den gleichen Weg zurückgehen oder kann ich einfach weiter? Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, hier weiter zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich hier lang muss, oder? Ich stehe ja schon. Ja, nee, ich muss zurück. Toll. Die falsche Taste gedrückt. Ich bin zum Teil noch ein bisschen im Dingensmodus drin, im, Ah, so geht's natürlich auch. Im Star Wars Modus. Dash nämlich auf der, anderen Taste, auf der B-Taste. Hier ist der Dash halt auf der rechten Schulter, auf dem rechten Trigger. Nein. wait, what? Wo geht's denn jetzt noch hier weiter? Ah. Oh Gott. Das Gefühl. Ah, okay. Aha.
Gott. Mich an. Okay. Ah. So einer, okay. Und die Erinnerungen. Die OP scheint geglückt zu sein an der Stelle, I guess. Nein, da muss ich jetzt nochmal die ihren Tentakel wegmachen. Sehr gut, dass das Spiel für deine 10 Sekunden speichert. So. Ah, nee, sorry. Gerade keine Zeit. Und hier unten noch irgendwo. So. Okay. Jetzt fehlt uns nur noch einer. Der ist wo da drüben? Zweiter. Oh Gott, kein Infinite Fall, bitte. Es wird ein Infinite Fall. Das ist halt tatsächlich ein bisschen ärgerlich, dass es diese Infinite Falls halt gibt. Da vorne weg und jetzt können wir uns da den Point holen. Zack. Ah, wieder ein Infinite Fall. Mhm. Sehr schön, danke Spiel. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Was halt echt ein richtig gutes Spiel ist, aber das ist halt so ein bisschen meh. Wait, hier vorne ist noch eine Seele. Ja, da ist sie. Und unter dem Stuhl wahrscheinlich, ne?
Ja. Der Gorilla. Damit fehlt uns nur noch eins und das kriegen wir auf dem Weg nach oben. Zum Baum gehe ich jetzt mal von aus. Wird hier irgendwo die Dingens sein. Lassen. So straight ahead einfach in diese Tentacles reinlaufe. Das ist noch die Erinnerung. Aber wir haben die letzte Erinnerung noch. Nein, das war keine Erinnerung. Oh. Stimmt, oder? Und sie sind wieder zu Hause mit dem Kitty. Aber der Wald ist komplett abgerodet. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Erfolg. Wenn ja, habe ich ihn nicht sehen können. Ah, hier rechts von mir, okay. Danke, Polarforscher. Dann ist das ein Eisbär? Nee. Das muss ein Braunbär sein, oder? Wow. Das kann kein Eisbär sein, weil, I mean, wir sind hier im Wald und also es ist ja Wald, Naturschutzgebiet und sowas und nicht. Eis. Whatever. Bisschen aufpassen. Ist gerade sehr, sehr eng. Rechts rum, okay. Schon ein bisschen erschrocken vor dir. Höher, da kriege ich dann auch ein bisschen mehr Distanz raus dann zum Teil. So, hi.
Geht ab, Tierchens. Ah, den können wir hochkriegen. Da machen wir ja einen kompletten Abgang. Holy moly. Im Weltraum sind wir jetzt unterwegs? Ah, also doch der Polarbär. Sag mir, dass die Schollen nicht weggehen können. Ah! Größer werden sie aber nicht, ne? Oh Gott. Ein bisschen aufpassen, das ist sehr rutschig hier. Aufladen und zack. Hi, Penguins. Ui, jetzt brauche ich streicheln. Okay, sorry. Oh, wenn ich das hinten sehe, ist das halt schon wieder so. Wer da hinten allein auf seiner Scholle liegt. Schaffe ich den Sprung? Ich glaube schon, oder? Jo.